Leute, seid ihr nervös? Erstes Mal GTA. Luca, wie breche ich in ein Auto ein? Ey, wenn noch irgendjemand Altvieh hier schreibt, ich schwöre es euch, ich beiß euch alle in den Arsch. Ey, Leute, es ist soweit. Ich fahre, Laser. Leute, soll ich mich mal richtig an die Verkehrsinseln hier halten? An die Verkehrsinseln? Bubble. Ey, das wird so Lachkick, Sandy, gleich sehen wir uns. Wollen wir uns direkt boxen, wenn wir uns sehen? Ich hol meine Knarre. Immer mit der Ruhe, okay? Sandy, bleib du einfach stehen, wo du bist. Ich bin auf dem Weg zu dir. Es sind 1,7 Kilometer. Sandy, dann sehen wir uns genau, wenn die Sonne gleich aufgeht. Ja, wie im echten Leben, ne? Wenn du mich siehst, geht deine Sonne auf. Ja, im Arsch geht meine Sonne auf. Kleiner Sohn. Sandy, ich bin fast da. Ja, bin auch da. Wo bist du? Hier. Ich dreh mich im Kreis. Sandy! Moin! Sandy, was geht? Steig ein in Rolls Royce! Ey, können wir zusammen im Auto fahren? Ja, klar. Oder soll ich bei dir einsteigen? Ich steig mal bei mir ein. Oder warte, ich park mein Rolls Royce, dann fahren wir mit dem Rolls Royce. Und dann fährst du den aber, okay? Aber, komm, du musst dich jetzt an alle Verkehrsregeln halten. Okay. Ab jetzt, okay? Du hältst dich jetzt wie bei der Fahrschule an alle Verkehrsregeln. Blinker vergessen. Über den Bordstein gefahren. Zu schnell. Laser. Deutlich zu schnell. Deutlich zu schnell. Selfie, wieder Blinker vergessen. Ja, wir waren auf der Rechtsabbiegerspur. Scheiß drauf, ne? Das war ein Schild. Alles gut. Die Ampel war rot. Gar kein Problem. Und das war eine Palme eigentlich. Und dann. Ja, genau. Also das klappt, das wird super klappen mit dem Führerschein. So, ich drifte jetzt um die Kurve. Ich zeige euch, wie es geht. Laser, kannst du einmal ganz kurz die Schnauze halten? Und mich. Komm, Sandy, ich zeig dir jetzt mal ein bisschen hier die City, okay? Ja, zeig mir mal mein Santa Monica Beach. Okay, dann fahren wir als erstes zum Strand. Nur wenige Minuten später. Sandy, guck mal. Wir sind da. Wir spielen jetzt mal wie in echt, okay? Okay. Wir fahren jetzt mal dem Auto hinterher, schauen mal, ob hier irgendwo ein Parkplatz ist. Komm, wir können auch hier parken, oder? Ja. Nein! Nein, ich bin fast tot! Halt, stopp! Ey, Luca, können wir auch Riesenrad fahren? Ja, komm. Wie geht das denn? Warte, es wird jetzt angehalten, jetzt können wir reinlaufen. Komm hin. Und dann? Was muss ich drücken? Diese Taste, die oben angezeigt wird. Welche wird dann angezeigt? Ja, du musst nach rechts klicken, glaube ich. Wie nach rechts? 2000 Jahre später. Eigentlich, wenn das jetzt hier unser Date ist, müssen wir uns auch so über ein paar Date-Sachen unterhalten. Nein, danke. Ich habe mich ganz tief in meinem Herzen auf jeden Fall leicht verletzt gefühlt. Also das war das Dümmste, was wir bisher gemacht haben, diese scheiß Riesenrad. Ja. High five, Sandy. Wir schauen uns das hier mal alles an, so ein bisschen, okay? Okay. Hier gibt's Lobster. Sag mal! Hör auf! Hör auf! Ich raste komplett aus! Glaubst du, Sandy, komm mal mit, lass mal zu unserem schnellen Auto gehen. Steig mal ein, ich muss dir jetzt was zeigen. Weil das Pier hier hat natürlich nicht nur an Land einige Sachen zu bieten. Wie beispielsweise, die Achterbahn oder das Riesenrad, wo wir gerade drin waren. Sondern auch Mist. Sandra, du kannst übrigens auch schneller laufen, wenn du die ganze Zeit X drückst. So. Wo bist du denn, Laser? Weiter weg gerade. Ja, kannst du mich mal holen? Ja, sofort. Ich hol dich erstmal ab. Ja. Hier bin ich. Wo? Ey, warum machst du das? Du bist am Arsch. Digga, warum packst du mich so ab? Das ist wie im echten Leben. Das macht er irgendwie auch. Ey. Lukas! Es ist jetzt Nacht. Das heißt, ich würde sagen, wir machen irgendwas, was man so typisch bei Nacht macht. Stripclub? Wollen wir ins Stripclub gehen? Kann man das machen überhaupt bei Twitch online? Geht das? Wie findest du meine Hupe? Halt's Maul! Luca, warst du schon mal in einem Stripclub? Nee. Ich schon, in Berlin. Ich will erstmal einen Drink. Lass mal einen Drink nehmen. Ich geh zu den Mädels. Leute, wie kann ich jetzt so einen Drink nehmen? Soll ich mich hier mal abschießen?
Luca, ich glaube, ich habe mir jetzt einen Private Dance gebucht. Sandra, wo bist du? Was? Ich muss jetzt ganz kurz die Vollbildkamera anmachen. Das kann man ja gar nicht sein. Ein privater Tanz ist gegen die Twitch-Richtlinien. Man hat bei Sandra Brüste gesehen. Ach du Scheiße. Okay, ich schaue mir jetzt mal hier noch ein bisschen um. Sandra, da bist du ja! Also die Sache ist, ich würde mir auch gerne eigentlich mal so einen Private Dance da angucken. Die Leute sagen, ich muss ganz schnell Stream löschen und neu starten und mein VOD löschen. Ja, dann mach das. Sonst werde ich gebannt, Leute. Wie konnte das denn passieren? Folge Cheetah in Separé. Okay, ich schaue mir das jetzt mal an. Ich mache für euch aber Vollbild. Leute, ihr könnt jetzt anhand meiner Augen beobachten, was hier passiert. Anscheinend. Ein paar Sekunden später. Sandra, da sieht man ja so die Okolyten. Wie lösche ich ein VOD, Luca? Gute Frage. Ich kann nur die Leute Spanisch reden. Oh mein Gott. Ich lande in der Session mit Leuten, die Spanisch reden. Ich dachte die ganze Zeit, was reden die da? Ich bin so ein heftiges Opfer. Haben die mich gehört? Sandra, hier sind Leute drin. Spanier. Sandra, die sagen die ganze Zeit, let's go. Geh mal raus jetzt hier. Ja, was hab ich denn gemacht? Du hast irgendeine Sitzung gestartet. Wir fahren jetzt ein Rennen mit denen. Bist du drin geblieben? Ja. Die haben so viel Spanisch geredet. Ich musste jetzt kurz mal in die Schranken weisen. Wir müssen uns doch mal kurz neu finden, Leute. Dieser Stripclub hat alles durcheinander gebracht. Jetzt drücken wir nochmal auf Start. Mhm, was ist nochmal Start? Ist es gerade dein Ernst? Ich würde sagen, wir fahren erstmal hier runter. Ah. Denn ich zeige dir jetzt mal eine ganz schöne Ecke. Wenn wir jetzt hier links fahren, Sandy. Mhm. Kann man hier den Berg runterfahren? Ja, ich sehe es. Hey, pass hier mal rechts auf! Aha. Und wenn man dann hier einfach mal aus dem Auto aussteigt, siehst du mein Haus. Wie findest du's? Sandra! Okay, tschüss! Sit down there.